böse Überraschung für viele Rentner. Bewilligte Altersrente ist niedriger als in der Rentenauskunft angegeben. Habe ich einen Fehler gemacht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie bekommen Ihren Rentenbescheid, sind voller Erwartungen und freuen sich und sagen, Mensch, jetzt mache ich den Brief auf und sehe dann, ich bekomme eine richtig schöne hohe Altersrente. Ich habe 45 Jahre gearbeitet oder ich habe 35 Jahre gearbeitet und da muss es jetzt richtig knacken. Und dann machen Sie den Rentenbescheid auf und fallen in Ohnmacht. Da steht drinne, Sie bekommen eine Altersrente von 1.700 Euro und Sie haben gedacht, Mensch, das müssten doch 2.000 Euro Altersrente sein. Wie kann denn das sein, dass ich 300 Euro weniger bekomme? Und dann gehen Sie in Ihren Ordner, in Ihre Unterlagen, auf Ihren Rechner und ziehen sich die letzte Rentenauskunft heran, die Sie erhalten haben, die letzte Renteninformation. Und da steht ja drin, ja, Sie haben Anspruch auf 2.000 Euro Rente, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. Und genau da, meine Damen und Herren, beginnt sozusagen der Denkfehler. Ich möchte wirklich nicht sagen, dass Sie hier irgendetwas falsch gemacht haben, sondern ich möchte schlicht und ergreifend sagen, dass es hier zwei grundsätzliche Probleme gibt. Zum einen, meine Damen und Herren, Rentenauskunft und Renteninformation. Der gesamte Aufbau dieser Schriftstücke ist so gestaltet, dass die meisten von Ihnen überhaupt nicht verstehen können, was der Inhalt dieser Erklärungen sind. Nur durch mehrfaches Nachlesen ist es oft Ihnen erst möglich zu verstehen, was dort eigentlich gemeint ist. Es gibt kaum Absätze, kaum Zwischenüberschriften. Es ist alles in Blockschrift geschrieben. Es ist runtergeschrieben wie in einem Bundessozialgerichtsurteil, wo man auch schwer verständliche Kost überreicht bekommt. Meine Damen und Herren, das ist das erste Problem. Es ist kaum verständlich, was dort eigentlich für Aussagen gemacht werden und wo eventuelle Gefahren für Sie drohen. Also zum Beispiel wäre es doch sehr hilfreich, liebe Rentenversicherung, wenn Sie dieses Video sehen, dass Sie endlich einmal begreifen und anfangen, in den Renteninformationen reinzuschreiben, dass hier selbstverständlich die Rentenansprüche, wenn Sie vorzeitig in Rente gehen, niedriger sein können als das, was Sie hier kalkuliert haben. Und das kann man fettgedruckt dort reinbringen. Dann wissen das die Leute und können sich dann auch einen Reim drauf machen, was dann, warum Ihre Altersrente im Rentenbescheid dann niedriger ausfällt als in der Rentenauskunft. Und das zweite Problem, das habe ich kurz angedeutet, das ist letzten Endes ein Problem. Ich sagte es ja, Sie haben nichts falsch gemacht. Sie unterliegen einfach nur einem Irrtum. Ja? Wenn ich also zum Beispiel eine Rentenauskunft bekomme und da steht drin, Sie haben Anspruch auf eine Altersrente in Höhe von 2.000 Euro, dann bezieht sich das grundsätzlich immer nur auf den Beginn der Regelaltersgrenze oder Rente. Ja? Das heißt also, das ist der reguläre Renteneintritt, bis zu dem Sie sozusagen, was der Gesetzgeber vorschreibt, das wäre dann ab dem Geburtsjahrgang 1964 das 67. Lebensjahr. Wenn Sie natürlich vorher schon früher in Rente gehen, na, dann können Sie keine 2.000 Euro Rente bekommen. Dann bekommen Sie möglicherweise eine geringere Rente, auch wenn sie abschlagsfrei ist, weil dann fehlt Ihnen ja noch Beitragsjahre. Oder aber Sie bekommen eine Rente mit Abschlägen, weil Sie hier früher in Rente gehen und es mit den 45 Jahren nicht ausreicht. Und das ist das Kernproblem, was viele Leute haben, die dann sich die Frage stellen, ja Mensch, wie kann das eigentlich sein, dass in der Rentenauskunft 2.000 Euro steht und ich bekomme im Altersrentenbescheid dann nur 1.700 Euro Bruttorente. Meine Damen und Herren, und das ist genau der Grund, warum es woran es liegt. Sie haben sicherlich keinen Fehler gemacht. Der Fehler ist systembedingt. Der Fehler liegt einfach darin, dass Rentenauskünfte und Renteninformationen für den Normalbürger, für den Normalkunden, und das sind wir ja fast alle, schwer verständlich ist, schwere Kost ist und da auf diese Probleme und auf diese Dinge überhaupt nicht hinweist.
Das soll es gewesen sein zu diesem Thema, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe die Frage klar und deutlich beantwortet, dass Sie hier bitte also für sich auch verinnerlichen, dass Sie begreifen und dass Sie verstehen, dass das Rentenrecht für Sie sicherlich ein Buch mit 7 Siegeln ist, dass es schwer verständlich ist und dass Sie verstehen müssen, auch wenn Sie früher in Rente gehen als zur Regelaltersgrenze oder zur Regelaltersrente, dass Sie dann einfach eine niedrigere Rente in Anspruch nehmen können und auch dürfen. Also Sie werden dann definitiv nicht mehr Rente bekommen als das, was in der Rentenauskunft steht, sondern eher weniger dann in Anspruch nehmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.